So, hallo und willkommen zurück, Leute. In Verhaber, genau gesagt, bei den Kindern des Atoms. Wir sollen bei denen in den Bunker rein. Und um das zu machen, hatten wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir legen uns mit den netten Herrschaften an, mit diesen netten, überaus unfreundlichen Fanatikern, die ich eigentlich auf den Tod nicht abkann. Oder wir gehen in ihrem Auftrag mal zu einer Quelle, trinken davon, um unseren Glauben an Atom zu beweisen. Nun, ich habe mich dazu durchgerungen, dass wir es einfach mal probieren. Vielleicht sagt Atom ja auch einfach, du bist unwürdig. Ein junger Schlinger. Guck mal, was mit dem passiert. Es ruckelt immer noch aus mir unerfindlichen Gründen. Ich kann es euch auch immer noch nicht sagen, woran es denn nun liegt. Aber naja. Wir sind einiges gewohnt. Mods haben wir natürlich auch noch nicht drauf, denn der Mod-Support für die PS4 fehlt ja immer noch. Zu meiner ganz persönlichen Freude. Ich hatte mich ja, wie ihr wisst, ziemlich drauf gefreut. Aber naja. Was hat man nun davon? Das ist aber schon ein kleiner Ekeltümpel hier. Atomsquelle. Na gut, Leute, ich speichere mal kurz zwischen, bevor jetzt hier unser lieber Wayne, was auch immer passiert. Und dann trinken wir mal. Wow. Oh. Wo ist die Gestalt? Also wir werden nicht angegriffen, wir haben hier Schlinger und so weiter, die uns alle nicht tangieren. Das ist ja schon mal interessant, dass gerade die Wesen die Kinder Atoms nicht angreifen. Der Kinder des Atoms. Wow. So nicht, mein Freund. So nicht. Ich hoffe, Sie wissen meine Gesellschaft zu schätzen. Wir bilden ein sehr effektives Team.
mal ein derber Drogentrip. Heil uns mal schnell. Es ist gut, einen so guten Freund wie Eda dabei zu haben. Ah ja. Best in Film. So, jetzt gehe ich hier rein. Um zu gucken, was wir hier drin finden. Ein Passwort nötig. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Die heiligen Elemente. Für Atoms heiliges Wort sein Tisch führt. Was? Führt hinnen? Ist ein Passwort nötig? Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Hm. Ja, das ist ja was für mich. Ich und meine detektivische Arbeit. Erstmal haben wir hier zumindest Grundgucken vor Ort gefunden. Das ist ja schon mal was wert. Irgendwo ist drin an der Tür? Nö. Ein Passwort nötig. Muss irgendwo ein Hinweis sein. Nicht so recht klar. Oh, ich dachte, was gibt's denn jetzt? Dann ist das wieder so ein blöder Einkaufswagen. So, was müssen wir jetzt machen? Öffne das Versteck. Bestimmt wieder was irgendwie total offensichtliches, was ich nicht sehe. Oder was ich halt, was wirklich nicht da ist. Ja. Boah, ja. M-O-T-H-E-R. Mother? Könnte das Passwort sein?
Na, könnte es das sein? Bei dieser Vielzahl an Hinweisen? So, abgeschlossen. Die Ikone einsammeln. Na also. Die Mutter-Ikone. Zu diesem Schrein zurückkehren, an Atomdenken, seine Diener sehen alles. So. Es ist schön, die Welt wieder klar zu sehen, Leute. Es ist wirklich schön, muss ich sagen. Und wo müssen wir hin? Diese Richtung. So. So weit ist es ja nicht. Aber wir kürzen trotzdem mal kurz ab. Einfach, weil es schneller geht. So. Und da sind wir auch schon. Da bist du wieder. Mehr als ich erwartet habe. Hat Atom dir etwas offenbart? Ich habe von der Quelle getrunken und wurde zu dieser Statue geführt. Aber sollte das durch eine unheimliche Frau geschehen? Eine Frau? Sie hat dich zur Ikone geführt? Was für eine Frau? Was hast du gesehen? Es war mystisch. Die Frau, sie war wie ein lebender Schatten, in Nebel gehüllt. Bei Atom. Du hast sie wirklich gesehen. Die Mutter des Nebels. Die Mutter ist eine Botin Atoms. Sie leitet jene, die für seine Pläne und die Zukunft seiner Familie wichtig sind. Sie hat die ersten von uns hierher geführt. Und wenn sie sich dir gezeigt hat, dann würde ich sagen, dass der Weg für dich klar ist. Wenn du für den nächsten Schritt bereit bist, glaube ich, dass dir ein Platz unter Atoms Kindern sicher ist. Darf ich dir erst noch ein paar Fragen stellen? Wenn es sein muss. Was genau ist mit mir an der Quelle passiert? Atom scheint dir eine Vision geschickt zu haben. Nur wer es wert ist, den Kindern beizutreten, hat sie und überlebt. Aber wenigen Auserwählten schickt er noch mehr. Einen Boten. Oder in deinem Fall die Mutter. Gab es die Mutter also wirklich? Viele halten sie für eine Art Geist, eine Kreatur der Wildnis. Wobei manche glauben, sie sei nur eine alte Einsiedlerin. Wie auch immer, ohne sie wäre unsere Familie nicht hier. Wenn sie in deiner Vision vorkam, tja, dann ist wohl klar, dass du bei uns sein sollst. Was kannst du mir über den Glauben der Kinder erzählen? Wir glauben an den heiligen Atom, der diese Welt vor 200 Jahren traf und in sein Leuchten tauchte. Das Leuchten bringt die Kinder von hier fort, zur Spaltung. Was ist die Spaltung? Entfessle. Entfessle deine Macht. Die aller Welten in dir. Tausendmal zerbrochen und durch das Leuchten neugeboren. Die Insel ist perfekt dafür geeignet, dank des Nebels, des Nukleus. Überall das Leuchten. Mit etwas Geduld werden wir alle hier die Spaltung finden. Sagst du mir jetzt, was zwischen dir und den beiden Kindern los war, als ich aufgetaucht bin? Unsere Familie fußt auf Vertrauen. Viele auf dieser Insel würden uns gern tot sehen. Die zwei mussten zeigen, dass auf sie Verlass ist. Einer konnte das. Mehr Fragen habe ich nicht. Bist du also bereit, deinen Platz unter Atoms Kindern einzunehmen? Klar, ich lerne gern dazu. Gut. Geh rein und zeig die Ikone dem hohen Beichtvater, wenn er mit der Predigt fertig ist. Sie wird ihn interessieren. Komm vorbei, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ich habe eine Aufgabe für dich. Hier, etwas angemessenere Kleidung. Aber wisse, wir alle sind ergebene Diener Atoms. Bote oder nicht, Handlungen gegen die Familie werden nicht toleriert. Willkommen, Bruder. Vision in dem Nebel abgeschlossen. Roben da, Atoms Anhänger, Schadensresistenz 25, naja. Naja, gut. Wir gehen natürlich trotzdem rein, was Atom verlangt. Optional Hilfe zum Großfanatiker. Zeigt dem hohen Beichtvater. Ich glaube, der Beichtvater beendet gleich seine Predigt. Du solltest reingehen. Ich finde eure Rüstung trotzdem nett, Leute. Will auch sowas. Auch will. Ist schon ein fesches Teil. Auf jedensten. Ach ja.
Ihr Schicksal ist besiegelt, Brüder und Schwestern. Und das wissen Sie. Die Bewohner von Far Harbor müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Haben Sie das auch alles gefunden? Atoms Herrschaft über dieses Land unabwendbar ist. Widersetzen Sie sich! Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren, töten unsere Missionare, die ihnen nur das Licht bringen wollen. Aber jetzt nicht mehr. Nach Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Und der Schlüssel zu unserem Sieg befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen und mit ihnen werden wir Fahrhaber von der Insel tilgen. Atoms Schleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein. Ein neuer Tag bricht an, Brüder und Schwestern. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Gefallene Brüder, hört meine Gebete. Atom lässt euch nicht im Stich. Steckt die Knarre weg, Freund. Sonst ist hier gleich kein Spaß mehr. Na gut. Wo müssen wir denn hin hier? Ist ja verrückt. Atom behüte dich. Vorsicht, Bruder. Das letzte Kind, das die Geheimnisse erlangen wollte, scheuchte die Wächter der Basis auf. Falls der hohe Beichtvater dich also nicht geschickt hat, würde ich die Kommandozentrale meiden. Geheimnisse? Welche Geheimnisse? Das wissen wir nicht. Der hohe Beichtvater glaubt, der Schlüssel zur Auslöschung von Far Harbor ist dort verborgen. Du verstehst also, warum die Kinder ihn unbedingt haben wollen. Aber einer der letzten Aspiranten hat wohl das alte Sicherheitssystem aktiviert. Nur die Tapferen, Gesegneten und Verrückten betreten es noch. Na, da sind wir ja genau im Zielgebiet. Keine Sorge, Schwester. Atom wird mich beschützen. Unsere gefallenen Brüder dachten das auch. Aber wenn du dein Schicksal in Atoms Hände legen willst, bitte, möge er über dich wachen. Na dann, möge Atom über uns wachen. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich rechne mal mit Wachbots und sonstigem Spielzeug hier. Aber wir haben da ja jemanden mit, der, nennen wir es mal, äußerst kompetent ist. Apropos, mein Schatzel. Hey! Nimm mal ein bisschen was hier von dem Spielzeug. Hier, die Quatsch. So, hier. Den ganzen Schrott kann ich noch haben. Brauchen wir nicht. Kann ich für dich tun. Und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Etwas angespannt, aber das sieht schon sehr geil aus. Also wir sind in einem alten U-Boot-Bunker. Das haben wir ja gesehen. Als gerade die Ansprache vom Beichtvater, wie es glaube ich, gehalten wurde. Also, erstmal schauen, was wir hier so finden können. Ich rechne hier nämlich schon mit Gegenwehr und das... Ja.
Hier ist wieder ein bisschen die Piste zu Ende. Leider keine Hebel, die diesen Sicherheitsalarm deaktivieren. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Also heißt es, Räder, mach das bitte, Schatz. Sehr schön. Sehr, sehr schick. Gut. Schnuckelsche. Und wir haben nichts zum Roboheilen dabei. Die Vergangenheit sorgt immer wieder für interessante Funde. Erstmal heilen. Habt ihr recht. Und ich würde sagen, bevor wir weitergehen, machen wir einfach mal Schluss an der Stelle, oder? Nehmen noch ein kleines Redovation. Und verabschieden uns für heute. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Info Harbor auf der Suche nach verlorenen Daten. Bis denn dann, Leute.